Salve, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Nero Shorts. Heute mit dem Spiel Crosscode. Ja, wieder mal ein Spiel mit einem vorbildlichen Seitenverhältnis. Ich bin beeindruckt. Was ist Crosscode? Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht genau. Ich weiß nur, dass ich das mal bei dem werten Herr Zombie gesehen habe und dass ich das vor wenigen Minuten auf Newgrounds erblickt habe. Und mir hat das bereits bei Zombie sehr gut gefallen und ich möchte das euch vorstellen. So, ja, tut. Und ich würde sagen, ich starte einfach direkt mal Puzzle, ich weiß nicht genau, was es ist, und erkläre euch ungefähr ein bisschen, worum es geht. Vorneweg ist zu sagen, das Spiel ist wirklich bezaubernd hübsch. Oh, they are the welcome. It's seeming very hospitable. Anyway, this is supposed to be the first dungeon for new players. Also, in dem Spiel geht's darum, man spielt eine junge Dame und das Ganze in einem Universum eines Pseudo-MMORPGs. So ein bisschen, wie heißt der Anime? Mann, dieser eine Anime, von dem man sich nur die erste Staffel ansehen soll, weil danach alles scheiße wird. Ich komme einfach nicht drauf. Ich blend's ein. It should be feasible. Was? Das Wort habe ich noch nie gehört. Feasible for you, expectly after Clara's track on the cargo ship. Okay. Ausrufezeichen. Wait, I see a devil open. Not over here. Sorry, this dungeon is still incomplete. Expect more content in the next release. Okay. What the fuck? This is strange. Possible release area. Ja, ist okay. Ich bin nicht hier, um die Story zu erklären. Ich bin hier, um das Spiel zu spielen. Ja. Ich würde gerne da reingehen. Aha. Also es ist so, das hat so ein paar kleine Puzzle-Mechaniken. Wir sind ja auch gerade in Puzzle reingegangen, wie man hätte merken können. Was muss ich denn machen, damit er schießt? Was muss ich denn machen in dem Puff, damit er schießt? Ah, ich muss Y drücken. Aha, okay. Das ist schon ein bisschen weird, aber komm ich drauf klar? Ist okay. Warum mache ich das? Ich weiß es nicht. Will ich das? Ah, ja, genau. Das ist so, der springt von selber, wenn der Abstand gering genug ist. Sonst fällt er runter. Oder sie fällt runter, besser gesagt. Ich muss wirklich sagen, ne? Die Aufmachung ist bezaubernd. Dieses smooth Setting da mit den Lichteffekten in Partikel. Ich finde das cool, wirklich. Ich erinnere mich natürlich noch ein bisschen an das Video von Zombie, deshalb komme ich hier ein bisschen schneller durch. Wenn ich so mache, bam, bam, bam. Ich muss halt alle diese Winkel aktivieren. Und dann halt noch diesen Chip. Wie jeder weiß, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Haha, Geometrie. So muss das. Ich finde das ein bisschen zitterig, so wenn du damit zielst, weil du damit auch die Kamera ein bisschen verdrehst. Das gefällt mir nicht. Das fände ich cooler, wenn es festgemacht wäre. Okay. Ja, genau. Wenn ich jetzt dahin schieße. Bam, bam, bam. Oh, wie cool das ist. Pause Games. What the fuck? Lass mich in Ruhe. Wow. Ich muss die alle kaputt schlagen, ja. Einen dicken Roundhouse Kick. Geht drauf. Ich finde das Zielen echt schwer. Oh mein Gott, zwei Eingänge. Was soll ich tun? Ich gehe da rum. Wenn ich jetzt so mache, funktioniert das gut.
Ich merke schon, wir spielen denselben Teil wie, Zombie es damals auch getan hat. Dabei wusste ich nicht, welchen er gemacht hat. Ich dachte nur, Puzzle klingt jetzt ein bisschen am Gameplay-reichesten. Weil jetzt durch die Story klicken wäre auch blöd. Weil die Story kann ich ungefähr wiedergeben. Okay. Ob ich behindert bin? Aber wahrscheinlich muss ich das immer im richtigen Moment machen. Geh da rauf! Danke. Dann noch so. Wie ist eigentlich, wenn ich... Ah, ich habe auch einen schnellen Schuss, okay. Ich habe eigentlich nur einen schnellen Schuss, fällt mir gerade auf. Ich kann die nur gedrückt halten. Ah, nee, doch, doch. Ah, okay. Ja, ich habe verstanden. Ist okay, ist okay, ist okay. Bam. Ja, ja, ja. Oh, ich muss 4 Gegner besiegen. Geht drauf. Oh, fuck. Ich frag mich, ob das so ähnlich ist wie bei Metroid, dass es sich mehr lohnt, ganz viele kleine Schüsse zu machen, als immer den aufgeladenen. Wow! Nein, du kriegst mich niemals, du laserschießende Blechdose, ja! Okay. Der Spruch hätte fast aus einem 80er Jahre. Fick dich. Hab ich nicht nötig! Doch, hab ich wohl. Autsch! Autsch! Jetzt regeneriere ich kein Leben, oder was? Sehr freundlich. Ah! Stop that! Stop! Please! Ich werde doch jedes Mal ungenau, wenn ich getroffen werde, okay? Autsch! This hurt very much! Aha! Das heißt, wir gehen jetzt noch nach hier unten und dann können wir weitermachen. Ich finde das Spiel unglaublich süß. Ist jetzt nichts Actionreiches, aber muss ja auch nicht immer. Ach ja, okay. Die bewegen sich nur. Wow, ach komm schon. Benimm dich, blauhaarige Schönheit. Danke. Nein. Funktioniert der auch? Gut. Hier, ist das nicht zu weit? Nö, scheinbar nicht. Gut, weiter geht's. Oh, hier muss ich gegen 7 Gegner kämpfen. Nein! Autsch! Ich kann die relativ gut kaputt schlagen. Ach so, warte, ja, klar. Bam! Ich weiß nur, dass man denen irgendwie kritischen Schaden macht, wenn man die angreift, während die gerade ihren Laser schießen. Ah! Und noch ein Schuss, komm schon! Ah! Oh yeah! That's some delicious Zeug. Ich würde sagen, diese Demo zeigt wirklich gut, was in dem Spiel möglich ist. Ich meine, es ist wie gesagt nicht extrem actionreich, aber ich finde allein schon diese... Was? Wie schiebe ich denn?
auf. Wenn ich A, okay, wenn ich A drücke, dann klappt es. Was wollte ich sagen? Ich finde, die Kämpfe lockern das Ganze schon extrem auf. Sind jetzt auch nicht dead Maß an Abwechslungsreichtum, aber ich finde es echt genial bisher. Achso, ja, genau. Jetzt da drauf schieben. Dahinter gehen. Genau das wollte ich. Dann so machen. Ich verstehe nicht ganz, wie ich das... Hä? Hä? Ach so. Ja, okay. Mir war gerade nicht bewusst, wie ich da hätte drüber springen können. Arme drehen, bitte. Ja, jetzt kann ich hier hoch, dagegen schießen und Feuer! Oh, wie süß das ist! Ach so! Bam, 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 bam. Tja, Leute, so läuft das hier. So in der Art. What the fuck? Also wenn ich so mache, was passiert dann? Aha. Gut. Jetzt ergibt die Sache auch Sinn. Jetzt machen wir so. Ding, 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 ding. Juhu. Das ist cool. Oh mein Gott, ein Boss. Halt! Ah! Ah! Ich will das nicht. Autsch, der ist stark. Oder... Was? Was? Autsch! Hör auf, mich in irgendwelche Menüs reinzuwerfen. Gibt's eine Taste für Sprinten? Nein, gibt's nicht. Soll ich denn mal... Ach so, warte, warte, warte. Ich muss mir Deckung hochmachen. Ah, ich sterbe. Nein. Ey, come on. Das ist echt krass, wie wenig man sich bewegen kann, während man zielt. Was ist das? Ich verstehe dieses Menü nicht. Und ich bin nicht da gut darin, so schnell zu schießen. Jetzt mache ich mir schon Barriere auf und funktioniert trotzdem. Ah! Was ist das für eine Scheiße? Ich komme ja nicht mal in die erste Phase von dem. What the fuck? Ich weiß nicht, jeder Zuschauer, ne? Ich kann ihm nur ins Herz legen. Probiert das mal selber aus mit dem Controller. Das ist wirklich schwer zu steuern. Nicht, weil es ein Controller ist, sondern weil man muss erst irgendwie 2 Sekunden in die Richtung zielen und dann kann man erst treffen. Und das ist wirklich blöd. Es gibt bestimmt eine Taste für Sprinten und ich bin einfach nur zu blöd dafür. Da war... Oh mein Gott, da war sie doch. Oder ist das mit einem Angriff verbunden? Nein, aber ein Schild! Oh mein Gott, bin ich bedeppert oder was? Aber was ist das bitte auch für eine blöde Taste? Ah! Aber ich bekomme trotzdem Schaden, ne? Ja, aber weniger. Lol. Das Schild alleine könnte mich retten. Ich wette, wenn ich das mit meinen vollen 200 HP mache, Hane gewonnen. Hey, ich dachte, man muss das irgendwie mit den Barrieren machen, aber das ist ja voll albern so.
Warum reflektiert das nicht? Reflektiert ihr nur ganz aufgeladene Schüsse? Ach so. Sag das doch mal einer. Verreck doch einfach! Verreck. Der Boss hat mir nicht gefallen. Kann sein, dass es einfach daran liegt, dass ich völlig inkompetent bin, aber, Stop. So, how about it? Want to take the final challenge? Nö. Tja, Leute, ihr hättet jetzt gerne gesehen, wie es geht. Aber Leute, der Part geht schon seit 36 Minuten. Ich muss den runterschneiden wie sonst was. Wenn ihr sehen wollt, was die Final Challenge ist, ich weiß es, ich hab's gesehen, klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Das Spiel ist völlig kostenlos bisher. Ist eine Demo. Und wenn euch das Ganze gefällt, ne, dann seid ihr frei, das Ganze zu unterstützen. Jedenfalls, wenn euch der Part gefallen hat, gebt ihr ganz eine positive Bewertung. Wenn euch nicht gefallen hat, dann gebt ihr ganz eine negative Bewertung. Jedenfalls, wir hören uns, wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Ciao. What the fuck?